In unserer heutigen Folge wollen wir uns ein Riesenbett bauen. Aber das soll nicht nur so einfach rumstehen, das wollen wir auch nutzen. Von daher bauen wir es aus zu einem Haus. Ob du es in Überleben verwendest oder in Creative, ist ja ganz dir überlassen. Aber wie lebt man so in einem Bett? Das wollen wir heute rausfinden, von daher schnapp dir deine Blöcke und auf geht's. Für den Start holen wir uns abgezogenes Birkenholz wie Fichtenholz raus, ein bisschen hellgrauer, weißer, türkiser und hellblauer Beton, dann noch ein bisschen Eichenholzstufen und Treppeneimer. Fangen wir aber erstmal mit den Füßen an unseres Bettes. Dafür nehmen wir unser Birkenholz einmal raus und wir wollen uns jetzt ein Kästchen von 3x3 zeichnen, wo wir zwei Ecken mit unser Fichtenholz besetzen. Unsere Birkenholzblöcke können wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal setzen. Wobei wir aber unsere Fichtenholzblöcke nicht auf 5, sondern erstmal nur auf 4 Blöcke machen, halt ein kleiner als der anderen. Jetzt können wir uns natürlich aussuchen, zu welcher Seite wollen wir erstmal gehen. Ich glaube, die Vorderseite machen wir. Da gehen wir jetzt einfach zur Seite weg und setzen da jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Blöcke einfach mal ran und dann geht das Spiel hier wieder einmal los. Natürlich können wir erstmal unser Fichtenholz einmal setzen und dann nochmal hier in den Ecken, zack, fünfmal unser, was ist das hier? Birkenholz, genau. Sobald wir auch unser Birkenholz denn hier gesetzt haben, können wir jetzt einmal auf unser Fichtenholz denn nochmal davon eine Reihe raufsetzen. Und nun gehen wir dann auch einmal nach hinten weg. Wir setzen wieder unser Fichtenholz ran und zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Blöcke. So, 26 Blöcke können wir da einmal ransetzen. Auf der anderen Seite zieht das gleich mal hinterher. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt nicht unbedingt zählen. Jetzt gucken wir einfach mal, wo haben wir den 26. Block hier. So, dann können wir auch hier wieder einfach mal unser Viereck einmal ransetzen. Haben wir unsere Füße wieder aufgestellt, können wir natürlich jetzt hier nochmal auf unser Fichtenholz nochmal eine weitere Birkenholzblockschicht langziehen. Andere Seite natürlich dann auch das gleiche Spiel. Und wenn wir das soweit haben, fehlt nur eine Sache, und zwar die Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch nochmal eine kleine Strebe langziehen, so, andere Seite auch. Sobald wir das erledigt haben, nehmen wir wieder unser Fichtenholz und wollen jetzt unten den Lattenrost einmal langziehen. So, wir richten uns von der Vorderseite einmal. Jetzt lassen wir immer drei Blöcke Platz. Dann könnt ihr mal so sehen, ne, drei Blöcke, zack, eine Strebe hin, dann wieder drei Blöcke. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir auf die andere Seite ankommen. Da wird euch dann aber auffallen, dass wir auf der anderen Seite hier dann zwei Blöcke haben. Aber das ist nicht so schlimm, das soll so sein. Danach können wir natürlich die Streben dann noch einmal rüberziehen zur anderen Seite. Haben wir denn unsere Streben einmal rübergezogen, würde ich sagen, können wir das ja auch gleich erstmal zumachen. Nimm dafür deine Eichenholzstufen und setz die jetzt einfach oben an unserem Block einmal ran. Nun kannst du natürlich dann hier alle Lücken einmal füllen mit unseren Stufen. Wenn wir denn unsere Stufen hier einmal übergesetzt haben, kommen wir jetzt mal dazu, jetzt unser Bettzeug schon mal raufzumachen. Wir fangen am besten mit dem Kissen an. Nimm dafür deinen grauen Beton und dann zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier hinten einfach mal drei schon mal nach oben. Das ziehen wir jetzt einfach nochmal zur anderen Seite. Also einmal rüberziehen und auch hier wieder acht Blöcke. Einmal auf der Seite und dann nochmal drei Blöcke rauf. So, ganz oben, das hier können wir schon mal miteinander verbinden zur anderen Seite. Dann lasst ihr zwei Blöcke an der Seite Platz. Zieht hier fünf Blöcke einmal hin. So, warte mal, fünf. Andere Seite auch nochmal. Zwei Platz lassen und fünf Blöcke hin. Und dann verbindet ihr das nochmal miteinander, aber das macht ihr dann ab der sechsten Reihe und lasst dann einfach die Ecken frei. So, das ist dann hier, sag ich mal, die Musterung hier für unser Kopfkissen. Dann geht es gleich weiter mit unserem weißen Beton. Jetzt könnt ihr den Rest hier einfach mal ausfüllen damit. Auch die Mitte hier wird ausgefüllt mit unserem weißen Beton. Das Kopfkissen ist komplett weiß hier. Sobald wir das erledigt haben, geht es natürlich noch mit der Decke weiter. Dafür nehmen wir jetzt mal unseren türkisen Zement. Den könnt ihr jetzt einmal hier unten erstmal langziehen. Auch auf der Vorderseite und zur anderen Seite geht es dann natürlich hier einmal zurück. Wir machen dann weiter, dass wir den dann jetzt einmal an unser Kopfkissen hier einmal anschließen. Zur anderen Seite gehen wir dann wieder runter, lassen davon dann einfach vier Blöcke Platz, so vier Stück, und ziehen nochmal so eine Strebe zur anderen Seite. Den weiteren Teil können wir jetzt natürlich noch mit unserer Deckenfarbe ausfüllen. Dafür nehmen wir natürlich unser Hellblau. Haben wir denn unsere Decke einmal draufgezogen, wird es jetzt Zeit, dass wir natürlich auch unseren Eingang jetzt basteln für unser Betthaus. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal auf die Vorderseite von unserem Bett. Und dann suchen wir schon mal hier so ein bisschen die Mitte raus. Wir haben eine Zweier-Mitte eigentlich schnell zu finden. Ihr müsst euch einfach nur zwei Hilfsblöcke setzen. Und dann guckt ihr mal, hier haben wir fünf Blöcke von Fichtenholz. Hier haben wir fünf Blöcke von Fichtenholz. Also passt. So, vielleicht markiert euch das auch irgendwie auf dem Boden. Ne? So, dann gucken wir mal kurz hier unterm Bett bei der ersten Strebe, die wir hier haben. Die könnt ihr mal weghauen und noch einmal dahinter. So, denn dahinter wollen wir jetzt einmal zwei Treppen uns hier lang setzen. Und so gehen wir jetzt hier eigentlich runter. Dass wir uns jetzt hier so eine schöne Treppe uns einmal basteln. So, die Hilfsblöcke brauche ich nicht mehr. Die können jetzt weg.
So, schön nach vorne meine Treppen, wunderbar. Und ich setze auch immer dahinter auch noch ein paar weitere Treppen einfach mal an, damit das ein bisschen stabiler ist. So, schick. Ja, wer möchte, kann auch gerne hier zum Schluss auch nochmal zwei Treppen machen. So, wunderbar. Und dann können wir schon mal nach oben kommen. Ups, hier muss ich noch einmal die Stufen weghauen. So, soll ja auch flüssig gehen. Ja, passt, wunderbar. So, jetzt sind wir innen drin und innen drin wollen wir natürlich noch auch ein bisschen was machen. Und zwar kommen wir erstmal zu den Wänden. Dafür nehmen wir jetzt unser abgezogenes Birkenholz und könnt es jetzt hier nochmal an der Seite noch einmal hier überall lang ziehen. Schnapp dir danach dann gleich einmal deinen weißen Beton und den kannst du jetzt einfach hier drauf setzen. Und da machen wir auch wirklich bis einmal oben zur Decke. Das sind jetzt drei Blockreihen, die wir hier haben. Die ziehen wir uns dann hier einfach mal gemütlich entlang auf jeder Seite. Haben wir dann natürlich auch wieder hier unsere Tapete überall einmal lang gezogen. Würde ich sagen, stützen wir doch das Ganze hier ein bisschen ab. Nicht, dass das hier zusammenbricht. Wir fangen ganz vorne an bei unserem Eingang. Lasst eine Blockreihe Platz und dann setzt ihr einfach hier so ein... Ja, so eine Säule einfach mal da oben, so eine Abstütze, sage ich mal, ne? Dann lasst ihr immer zwei Streben Platz und dann macht ihr nochmal auf der gleichen Linie, so, auch nochmal hier einfach mal zwei Dinger hier, damit das abgestützt ist. Dann lassen wir wieder zwei frei und hier zum Schluss mache ich auch nochmal was hin. So, und stützen wir das einfach mal ab mit dem Balken. Eine Sache müssen wir aber noch machen, bevor wir das Bauwerk abschließen können, und zwar wollen wir noch eine Decke einbauen. Denn ich finde das irgendwie, dieses Zudeck oben als Decke irgendwie doof. Von daher möchte ich mir gerne noch ein paar Fichtenholzstufen rausholen und Birkenholzstufen. Kommen wir erstmal zu den Fichtenstufen. So, die wollen wir jetzt erstmal überall an der Seite einmal platzieren. Haben wir die dann soweit überall an den Seiten einmal platziert, wollen wir also auch nochmal genau auf der gleichen Ebene ziehen, wo wir unten auf dem Boden die Streben haben, dass es so ein bisschen zusammenpasst. Auf der Rückseite von unserer Decke haben wir natürlich das ein bisschen... Ja, enger hier, also das macht nichts, wenn ihr jetzt einfach hier diese zwei Fichtenstufen nebeneinander habt. Das hebt sich schon ab, wenn ihr das später noch einrichtet hier. Und wer sich denken kann, die Birkenholzstufen sind natürlich dafür gedacht, jetzt hier den Zwischenraum nochmal auszufüllen. Ne? Wir wollen ja, sage ich mal, hier oben auch alles hier wirklich zubauen. Wenn wir natürlich unsere Decke soweit ausgefüllt haben, sind wir jetzt innen drin fertig. Der letzte Schritt ist natürlich, das sich noch einzurichten. Und wie man sich einrichten kann, gucken wir uns jetzt an. Dann schauen wir mal, wie man so in ein Bett leben kann. Also, ich habe mir gedacht, ich will das Ganze sehr offen halten. Das heißt, wenn man reinkommt, hat man erstmal so eine schöne Sitzecke. Ne, sagen wir, man kommt so schön ins Wohnzimmer rein, so ein bisschen alles so gestaltet, wie man im Leben jetzt, sage ich mal, auch spielen könnte. Ne, man hat hier vielleicht so seine Musikbox mit Schallplatten, die man gefunden hat. Hier hat man natürlich seine Rüstung, die man sich dann, sage ich mal, hier hinstellen kann, dass jeder die sehen kann. Ein bisschen Deko gehört ja natürlich auch dazu. Und dann kommen wir natürlich so ein bisschen hier in den Arbeits- und Schlafbereich. Also sagen wir, hier ist Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, so alles miteinander gemixt. Hier haben wir natürlich unsere Küche, ein bisschen Werkbank und alles hier auch mit bei. Auch der Kühlschrank, der funktioniert, da habe ich auch ein Lagerfeuer mal reingebastelt. Wir haben natürlich auch einen Ort zum Verzaubern. Ich dachte, das gehört einfach auch mal dazu in so einer schönen Hütte. Und dann haben wir natürlich auch noch, sage ich mal, eine Ecke, wo wir brauen können. Denn ich denke mal, das gehört auch eigentlich dabei. Natürlich noch ein schönes großes Bettchen, dahinter noch ein bisschen mit Wasser, so als Deko. Finde ich ganz nett. Ja, und so kann man sich dann, sag ich mal, hier sein Bettchen einrichten. Eigentlich relativ übersichtlich, gar nicht mal allzu schwer. Ich denke mal, das kriegt jeder hin, sich das hier so ein bisschen zu dekorieren. Naja, müsst ihr euch ja anpassen, wie ihr, sag ich mal, Überlebenden hier euch natürlich das zurecht machen wollt. Oder in Creative, da könnt ihr ja freie Weide, habt ihr ja Ressourcen ohne Ende. Dann kann man ja auch rumtüfteln. So viel war es denn hier auch von unserem Riesenbett. Jetzt ist es schön gemütlich, man kann sich da richtig einmummeln und in Überleben spielen oder in Creative. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du in der Infobox noch weitere solcher tollen Videos. Vergesst natürlich den Kanal nicht zu abonnieren, dann bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.